Richtig. Wir brauchen noch zwei. So, vier Stück. Das können wir immer einfach so rausrennen. Türen gehen zu, wir können reinrennen, Tür geht zu. Schön. Funktioniert auch. You can only sleep at night. Sticky Resin können wir natürlich hier wieder reinhauen. Pen. Gucken wir mal kurz, wie weit die Quarry ist. Was da noch fehlt. Also Tee in der Aufnahme zu trinken, finde ich echt luxuriös. Luxuriös. Wir müssen uns auch irgendwie noch was einfallen lassen für die Tiere. Heat immer noch auf. Schön. Okay, also die Grundbasis hat er schon mal. Heißt, er macht gerade was? Okay. Macht also die letzte Schicht weg und dann geht's hier auch schon ab. So, er macht gerade die Blöcke weg, auf denen ich stand. Ja, das kriegen wir ja raus. Das ist ja... Flupp. Ich habe natürlich kein Feuerzeug gemacht. Ach, hier ist ein Gummibaum. Aber den lassen wir jetzt einfach mal Gummibaum sein. Genauso wie den hier. Wie den hier, nicht der hier. Haben wir gerade noch eine Schaufel dabei. Weil das stört mich noch. Also ich weiß nicht, wie lang diese Transport-Pipes reichen. Ob die unendlich lang reichen? Wenn ja, könnten wir einfach die Transport-Pipe bis ins Haus reinlegen. Andernfalls würden wir es auch mit einer Ender-Chest machen. Ich glaube, Ender-Chest wäre einfach das Simpelste. Hier eine Ender-Chest hin, dann wird es alles reingepumpt, fertig. Ein bisschen liegt noch vor uns, bevor jetzt hier großartig was passiert bei dem Ding, aber wir glauben fest daran, unterstützen es. Das Clay nehmen wir hier mit. Wir brauchen nämlich noch einiges an Groot. Weil ich will eine wirklich große Smeltery bauen. Vielen Dank. Der schmockte Grieß. So, wir brauchen noch ein bisschen Oakwood. Wir brauchen noch ein bisschen Oakwood. Ich habe keinen einzigen Saplin von diesem Baum hier aufgesammelt. Das ist jetzt scheiße. Ich bin ein Idiot. Halb so wild. Oak, Oak, Oak. Brauchen wir denn noch? 1, 2, 3, 4. Das gerade richtig sehe. 1, 2, 3, 4. Rubberwood werden wir auch nochmal brauchen. So, wir machen natürlich Glass Panels. Wir müssen natürlich auch was essen. Sehr schön. Schön. Oh Gott, wie mache ich das denn jetzt am besten? Ich will nämlich nicht normale Fenster haben, sondern so ein... Dass dann hier noch ein Holz reinkommt und hier ein Holz und da ein Holz. Dann kommt die Decke. Keine Ahnung, wie es aussehen wird, aber so möchte ich das. Okay, dann kann man hier natürlich schon mal platzieren. Das wird einfach komplett durch. Dann sind wir auch schon mal gegen fast alle Monster geschützt, außer vor Spinnen. Die können natürlich noch drüber klettern. So. Plam. Plam. Geil, gefällt mir.
Dadam, dadam, dam, 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 dam. It is the eye of the teaser. Da weiß ich noch nicht genau, wie ich es machen werde. Aber da wird mir auch was einfallen. Schön. So, hier soll Rubber hin, hier soll Rubber hin, hier soll Rubber hin. Rubber, Rubber, Holz. Rubber, Rubber, Holz. Rubber, Rubber, ich weiß, das ist kein Holz, das ist nur ein Glas. Rubber, Rubber. So. Hü, fehlt aber was. Dort sehe ich doch so schon, Frau Hansen. Das kommt dahin, das kommt dahin und blam. Blam. Jetzt nur die Frage, wie wir es zumachen dann. Ja, vielleicht wird das ja was. Ist korrekt. Okay. Ach, Glaspanel sollte uns noch gut haben, aber Rubberwood sollte uns bald schon ausgehen. Meine Leertaste ist heute irgendwie ein bisschen laut. Lamp. Hier ist natürlich die Sache, wie wir es machen werden. Aber wird uns auch schon was zu einfallen. Hey. Badam, badam, bam, 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 bam. Badam, badam, bam, 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 badam. Bam, 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 badam, dam. Dun, 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 da-dun, dun. Hey. Zieht er mir einfach die Peine unter die Füße weg? So geht das aber nicht, Frau Hansen. So, und das letzte. Jetzt haben wir schon mal mehr oder minder einen abgeschlossenen Raum. Die Dinger kann ich auch schon mal setzen. Da. Verdammt. Da. Und da. So, zwei kriegen wir jetzt hier noch so weit. Schön. Das ist doch was, du. Gefällt mir. Ja, sieht noch ein bisschen merkwürdig aus. Das wird noch. Das wird noch. Weiß bloß nicht wie. Also das Dach wird auf jeden Fall aus Oak Wood. Das Dach wird so. Oder so, und dann haben wir hier noch ein Dach dran. Gott, Fragen wir Fragen. Brauchen mal kurz hier einen Block, damit wir wieder nach oben kommen. Nee, so war das nicht geplant. Verdammt, einmal außen rum. Wobei, wir können ja noch mit der Büchchenhacke, die uns übrig bleibt, noch mal ein bisschen Holz sammeln. Weißt du was, worin ich nicht gut bin, finde ich persönlich jetzt. Also Häuser bauen. Die sehen bei mir immer aus wie Klumpens. Klumpens sind jetzt nicht so ansprechend, nee. Okay, also wir werden das jetzt hier einfach auffüllen mit normalem Holz. Schön. So. Alles nicht so leicht, alles nicht so leicht, alles nicht so leicht, alles nicht so leicht. Ja,
Ja, das lassen wir erst nochmal. Dann. Ich habe eine Idee. Ich weiß nicht, wie es aussehen wird. Wir testen es einfach mal. Flump. Das ist auch so ein Bug, der mich tierisch aufregt, dass die Sachen dann verschwinden, aber ich kriege die auch nicht wieder. So. Wir müssen uns kurz mal schlafen legen. Hä, wollen wir jetzt eine... What the fuck? Okay, ich weiß von nichts. Mal kurz rüber gucken. Na, sehen wir Blöcke verschwinden? Ja, sehen wir. Also bald ist die Quarry soweit, dass wir Sachen bekommen. Ich habe da oben gerade eine fliegende Insel gesehen, jetzt nicht mehr. Okay, leicht strange, aber okay. So, jetzt müssen wir wieder Oakwood farmen. 1, 2, 3. Alter Falter, wie voll das Ding hier schon ist. Können natürlich auch mehr Durability raufhauen. Ja, können wir tatsächlich mal kurz machen. Können wir nicht? War das nicht so? Dachte, mit einem einfachen Iron Ingot würde das gehen. Denn war es aber, Moment, bevor ihr mich jetzt hier für bekloppt haltet, auch wenn das vollkommene Verschwendung ist. Ja, seht euch das an. 65, 565. Jetzt haben wir ein Axtblatt aus Diamant. Schneller abbauen können wir dadurch nicht, aber Haltbarkeit ist halt um einiges hochgegangen. Ist ja auch nicht schlecht. Warum ich das Zeug mitnehme? Einfach damit wir jetzt hier eine freie Fläche bekommen und da gleich Oakwood anbauen können. Eichenholz. Sag doch einfach Eichenholz. Das wäre ja ein bisschen leichter. Habe ich irgendein Gesprächsthema? Es ist so immer... vielleicht sollte ich mich mal drauf vorbereiten mit einem Gesprächsthema. Weil mir gerade tatsächlich nichts einfällt. Habe ich gestern, war es gestern? Nee, gestern war Freitag, war es gestern? Ich glaube, es war gestern, ich weiß gar nicht. Tierisch schlapp gelacht. Ich glaube, es war Donnerstag. Mittwoch lief Galileo Big Pictures. Ich weiß gar nicht, ob das Big Pictures war. Wo es dann um die Freundschaft von Bill Gates und Steve Jobs geht, beziehungsweise ging. Und dann wurde halt gesagt, von wegen Apple stand kurz vor der Pleite und die haben ja Steve Jobs dann rausgeschmissen. Und dann haben sie Steve Jobs wieder reingeholt und Steve Jobs hat dann Bill Gates mitgebracht. Und Bill Gates hat die dann mit 15 Millionen oder irgendwie 15 Milliarden, ich weiß gar nicht, unterstützt. Sonst gäbe es Apple heute nicht mehr. Dann erzählt dieser Kerl da am Donnerstag in der Schule von wegen, ja, die ganzen Apple-Faggots, die was gegen Microsoft haben, ohne Microsoft würde es Apple gar nicht mehr geben und Co. Und wir haben einfach nur ganz laut gesagt, cool, wenn man sein einziges Wissen aus Galileo bezieht. Und auf einmal fing wirklich alle an zu lachen. Das war so genial, ey. Alles, was der gesagt hat, es ging eine halbe Stunde lang, war echt wirklich alles nur aus Galileo, diese eine Sendung da. Ein gesamtes Wissen war nur daraus bezogen. Wir haben uns so weggelacht. Das war so eine Flachpfeife. Alter Falter.